Moin Leute, und da sind wir wieder zum Let's Play FIFA 12, nun gegen Sandhausen. Und diesmal ein bisschen mit der Aufstellung in irgendeinen Augen gefuscht, wenn er das dann gespeichert hat. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich frag mich, wie sich diese Aufstellung beweisen wird. Die andere war ja. Okay, jetzt erstmal wieder schon Standbild. Die andere war ja am Anfang ganz gut und dann habe ich entweder auch vom Spielerischen nachgelassen und die Formation wollte ich euch eigentlich zeigen. Ach komm, machen wir das jetzt mal ganz schnelle. So spielen wir heute. In ein Dreieck. Sagen wir mal. Von Mittelfeld bis Sturmspitze ist ein Dreieck. Halt, ja. Einige müssen diese Formation eigentlich auch von Barcelona. Ich glaube, die spielen auch mal so gerne mit dieser Aufstellung. Und jetzt müsst ihr nicht glauben, nur weil Barcelona so gut damit ist, beziehungsweise gut immer ist, dass ich jetzt gleich diese Aufstellung einfach kopiere und übernehme. Nee, nee. Ich habe die noch nie benutzt. Das ist das erste Mal, wo ich diese Aufstellung wirklich benutze. Ich habe zuvor noch nie mit dieser Aufstellung gespielt. Und ja, ich weiß, es liegt nicht ganz an der Ausstellung, es liegt auch daran, wie man spielt oder die Taktik halt, die taktische Marschroute. Boah, haha. Aber so Ausstellung gehört auch noch dazu, ne? Also von daher gar nicht mal so verkehrt, mal was Neues auszuprobieren aus meiner Sicht. Wir werden mal hier ganz umgegrätscht, aber kriegen keinen Freistoß. Was ich persönlich scheiße finde. Hehehe, so wie viel ist. Auf jeden Fall, ja. Ich hoffe, wir gewinnen jetzt gegen Sandhausen und. Ah! Die Idee war ja nicht schlecht. Die Umsetzung war einfach fatal. Ein Schaden. So. Ja. Irgendwie muss ich ja heute ein Tor schießen. Irgendwie. Doch nicht zu ihm. Mann! Ich glaube, das wird so nichts. Im Moment. Nee. Weiß nicht. Weiß nicht so recht, ob das klappt oder nicht. Ich tippe eher mal auf nö. So. Kommt sogar ganz gut. Also. Wenn wir so. Ein bisschen, also wenn wir besser zum Kopfball kämen, glaube ich, würde ich dann mal so ein paar Spiele darauf umsteigen, dass ich einfach mal nur aus Flanken mich konzentriere. Schneller Angriff halt immer, nicht lange am Ball, aber trotzdem, trotz alledem. Nein, man kann es ja probieren, ne? Naja, das hätte auch besser. Hätte man mehr raus machen können, sagen wir es so. So, jetzt hier ein bisschen faul. Nee. Komm, ich kriege auch. Ah, verdammte Schlippler. Mein neues Wort, Schlippler. Na, oh, komm, nee, ne? Jetzt müssen wir wieder zwei Tore schießen. Ist denn da zu fassen? Scheiße. Na egal. Kriegen wir hin, so wie in den letzten Spielen immer. Oh Mann, das kriegen wir überhaupt nicht hin. Ich glaube, gegen Sandhausen kriegen wir die zweite Niederlage die Saison. Ich glaube, da wird echt nichts raus. Alter, Terranova ist ja schon fast richtig. Am Boden mit seiner Ausdauer. Doch nicht dahin. Ganz ehrlich. Oh. Was soll denn das schon? Was soll der Scheiß? Hier, ich krieg den Ball. Ich krieg den Ball. Ja, nee. Kurz vor Pause mache ich doch noch was. Das können wir nehmen. Hatten wir schon. Machen wir nicht.
Ja, das wäre doch mal eine Überlegung wert, mal mit einer Spitze einfach nur mal zu agieren. Ja, vor die bis zur Halbzeitpause müssen die, glaube ich, erstmal hinhalten. Daher hätte ich gerne das. So, ja, so, lassen wir es mal. Hat ja seinen speziellen Grund, dass Reichert etwas weiter vorne ist. Wir haben uns schon einmal die Punkte gesichert mit seinem Hammer. Naja, Hammer kann man es nicht nennen, aber trotzdem. Oh, komm, Abel, 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 komm, hol dir den Ball. Nee, scheiße. Aber seht ihr, es läuft doch schon einen Ticken besser. Der pfeift jetzt eh gleich ab, wenn ich einmal am Ball komme jetzt. Einwurf, okay. Oder er pfeift noch nicht ab. Jetzt kommen aber. Aber wenn ich gleich in Angriff bin, ne, dann weiß der Abkleiner, habe ich recht? Ja. Scheiße. Ja, ist echt scheiße. Noch ein paar Minütchen sollen die beiden da. Also er gesagt, nur Terranova mit seiner Ausdauer soll er so aushalten. Würde mich freuen, wenn ich jetzt mal ein Tor schieße, dann habe ich noch ein bisschen Zeit für das Zweite. Also ein gutes Omen war es ja immer, dass wir, wenn wir ein Gegentor bekommen haben, das war dann meist immer der ersten Halbzeit, glaube ich, und eins noch hinten lagen, dann haben wir auch, sag ich mal, 20 Minuten später, also kurz vor in der Halbzeit oder halt ganz kurz danach, nach den wie hinten liegen, halt einen Ausgleich geschossen. Und vielleicht mache ich sogar die Führung, wenn ich so das Recht behalte. Hier hingegen in Sandhausen haben wir das komplette Gegenteil. Wir liegen hinten seit geraumer Zeit und haben noch keine einzige Torchance. Was wir bisher eigentlich noch gar nicht hatten, dass wir noch nie eine Torchance in einem Spiel hatten. Junge, Junge, Junge. Dass wir das noch erleben dürfen. Ein Punkt, den ich mir aber heute sichern gegen Sandhausen. Die spielen eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Entweder spiele ich einfach nur grottig. Ich glaube, das liegt ja daran. Aber auch Sandhausen, naja, komm. Kann ich immer sagen, ich spiele schlecht dafür. Ja, die Gegner auch, oder was? Nee, nee. Zack. Oi. Ey, komm, wenn du mir aber jetzt rot gibst, dann. Okay. Mit Gelb kann ich leben. Mit Gelb kann ich leben. Wäre das rot gewesen, dann hätte ich schon herumgepatzt. Rumgemeckert, meine ich damit halt. Apropos, ein paar Minuten aushalten, unser Terranova, ja. Tonagi brachte es ja auch nicht so recht. Aber auch nicht. Jojo darf mal an. Jojo. Oh. Ja, könnte interessant werden. Nein! Schieß doch sofort, du. Eieiei, das. Ui! Ich dachte, der Eventschuss von. Ich dachte, der Sandhausener hätte geschossen, aber na gut. Tja. Das kann man nicht machen, erst langsam. Ah, ey. Jetzt will ich aber meine Auswechslungen. Nein! Ach, komm. Nix da, du kriegst. So, jetzt aber. Sofort ein Ausgleich. Jetzt muss es sitzen. Hinten ist einer verletzt. Ey, wenn das Terranova ist, ne? Terranova. Na. Lasst mich kurz mal was gucken. Mike Terranova ist verletzt. Sollte er nicht ausgewechselt werden? Ja, sollte er.
Ist er ausgewechselt worden? Nö, irgendwie nicht. Nicht ganz. Check ich jetzt zwar nicht, aber soll's. Heute miserables Spiel von mir. Gebe ich auch nur nicht zu. Das kann so nicht weitergehen. Nee, nee, nee. Der Aufschlag war echt viel Katz. Mit der komme ich überhaupt nicht klar. Der hier genauso wenig. Oh, was war das denn jetzt? Was war das denn? Habe ich auch noch nicht gesehen. Hä? Oh nein, Leute. Ich hab den Bug. Entschuldigt mich mal kurz, ich muss was machen. Da sind wir wieder. Ich hoffe, dieser Bug ist nun behoben. Wenn nicht, dann habe ich irgendwie gleich ein Problem. Ui! Oschi! ja. So. 5 Minuten noch. 5 Minuten und dann heißt es zweite Niederlage. Vielleicht heimern wir noch einen Unentschieden. Vielleicht ist es unser allseits geliebter Reichert, der das jetzt machen kann. Jetzt aber, ja, nein! Nee! Ist nie wahr. Ey, komm, wenn wir wieder einzeln verlieren, also, wir verlieren irgendwie immer einzeln, kann das sein? Bitte pfeif nicht ab. Bitte lass mich noch einen Angriff aufziehen, ja. Ja! Bäm! Ey, Mann, ey, komm, jetzt noch 2-1, schnell. Hier, nimm die Pille, nimm die Pille, nimm die Pille. Nein, du sollst dich nicht wegschießen, nimm die Pille. Mann! 90. Minute. Leck mich am Oschken. Scheiße. Komm. Jetzt noch 2-1. Schnell den Ball erobern. Ah! Hey, du musst zugeben. Letzte Minute. Ausgleich. Ey, ich krieg die Krise. 1-1, ey. Nur noch 4 Punkte Abstand. Jetzt müssen wir demnächst wieder hören. So, da verabschiede ich mich und wir sehen uns dann halt beim nächsten Part. Bis denn.